Ja, hi Leute, ich bin wieder Lego Star Wars Freak 333 und heute mal wieder mit einem Update nach längerer Zeit. Ja, tut mir leid, aber ich hatte in letzter Zeit nicht so viel Zeit. Wegen, ja, warum eigentlich? Ja, ich hatte viel mit meinem Minecraft-Server zu tun. Ja, und ja. Dafür suche ich übrigens immer noch Mitspieler. Das könnte ich jetzt mal so außerhalb von Lego Star Wars mal sagen. Also, wie gesagt, ich suche dafür immer noch Mitspieler. Es ist ein Bucket-Server. Da jetzt aber Minecraft 1.2 ja heute rausgekommen ist, funktioniert Bucket noch nicht wieder. Aber im Moment spielen wir es halt mit dem ganz normalen Minecraft-Server-Exe. Und sobald halt das richtige Bucket dafür wieder draußen ist, wird es auch wieder ein Bucket-Server sein. Ja, also ich suche Mitspieler. Erfahrung ist nicht so wichtig. Hauptsache, ja, Spaß am Spiel und dass man ja Teamplayer sozusagen ist, also nicht alles nur alleine macht und ja, Skype halt und Hamachi. Wer nicht weiß, was das ist, kann es einfach googeln. Ja. Also Skype, denke ich mal, werden alle wissen, aber Hamachi weiß ich jetzt nicht genau, ob das jeder weiß. Kann man ja einfach googeln und sich runterladen und wenn man da halt mitspielen will. Ja, jetzt aber zu dem eigentlichen Thema Lego Star Wars. Hier sind schon mal drei Figuren. Wie ihr seht, habe ich jetzt Comet, Zinker und Boost, beziehungsweise Zinker, Boost und Comet. Die Details endlich gemacht. Ja, nach ungefähr, das ist jetzt fast schon anderthalb Monate her, dass ich die Helme gemacht habe. Aber die Details bin ich erst jetzt zugekommen. Eben wegen den früh gerade eben noch genannten Zeitproblemen. Auch mit Rückendecals. Die Gürtel-Decals habe ich nicht aufgeklebt, weil mir das zu fummelig war. Und da sind wir auch eins zerrissen leider, da habe ich es lieber gelassen. Sind auch so sehr cool, finde ich. Ja. Dann habe ich mit Mr. Akuma der Echo getauscht. Ich hoffe mal, mein Päckchen ist langsam angekommen. Ich weiß nicht, ob er hat noch kein Unboxing gemacht hat und hat sich auch noch nicht gemeldet. Ich weiß nicht, ob er schon gekriegt hat. Ich denke aber mal ja. Ich habe halt mit Mr. Akuma der Echo getauscht und er hat mir gegeben ein Horn Company Trooper mit Blaster gegen einen weißen Neo-Helm von, also komplett weißen Neo-Helm von Aerialite. Mit eigentlich gar nichts. Ich habe zwar noch Extras dazu getan, also nur ein Helm halt gegen einen Horn Company Trooper mit Waffe. Und als Extras hat er mir noch dazu gegeben, ja, zwei kurze Blaster, einen langen Blaster, ein Sonnenvisier und eine Antenne aus dem Battle Pack. Ja, nochmal danke an ihn, aber das Unboxing ist ja auch schon auf YouTube. Ja, könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr wollt. Ja, ich werde dann wahrscheinlich auch aus. Ich habe jetzt zwei Horn Company Trooper wieder. Ja, ich habe halt welche benutzt für andere Figuren. Ich werde mir bestimmt auch, wenn ich mir jetzt noch irgendwo einen holen kann, werde ich mir aus einem der dreien einen Captain Locke machen. Das ist noch so ein Projekt, das noch so offen steht. Dann werde ich mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich hole ich mir irgendwie einen Shock Trooper Helm, irgendwie von Lego oder von Aerialite und mache den ändere den um, dass ich mir Commander Fox aus Staffel 4 mache. Ich finde, also manche meinen, der sieht scheiße aus, habe ich gehört, aber ich finde, der ist ganz cool. Ja, dann gehe ich auch gleich schon mal zu meinen anderen Customs rüber. Ich stehe nicht hier auf meinem Lego-Tisch. Ups, hier ist es etwas dunkel. Kleinen Moment bitte. Ja, jetzt geht es etwas besser. Ja, hier unten seht ihr schon, ich habe schon vor einer Woche oder so war das, glaube ich, Fives jetzt endlich seine Antenne verpasst. Ja, auch ganz cool. Ja, was ist sonst neu? Ach ja, das ist ja eigentlich auch ein sehr wichtiger Anlass, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Habe ich in die Beschreibung vom Unboxing geschrieben. Aber ich möchte mich erstmal nochmal ganz offiziell für die 200 Abonnenten bedanken. Danke, danke, danke. Und was habe ich jetzt vergessen? Ach ja, danke. Es sind mittlerweile, glaube ich, schon 205 oder 206. Es wird noch ein Special kommen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich denke mal, ich werde das Mock nehmen, das ich schon gebaut hatte. Das sollte eigentlich für die zweite Runde von The Mock Maker 363 Contest sein. Das hatte ich schon vor der zweiten Runde gebaut, damit ich es dann hochladen konnte. Heute habe ich aber dann bei der Auswertung gemerkt, dass ich zwar weiter bin, danke nochmal dafür, falls er jetzt zuguckt, aber
dieses Mock nicht den Anforderungen entspricht, nämlich eine Base drauf ist und das soll nicht drauf sein. Deswegen werde ich nochmal ein neues dafür bauen müssen. Ja, 200 Abo-Mock habt ihr, glaube ich, schon gerade schon, als ich euch gezeigt habe, ein paar Druiden davon gesehen. Ist nicht so schlimm, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Mock gewesen. Ich werde das wahrscheinlich als 200 Abo-Mock nehmen oder ja, oder irgendwas anderes. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Contest, mal gucken. Ich weiß es nicht. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, könnt ihr es ja auch einfach unten in die Kommentare schreiben. Genau. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Hier noch irgendwas. Ach ja, Cody habe ich mir jetzt, wo wir schon beim Thema The Mockmaker 363 sind, habe ich mir jetzt so gemacht wie er, weil ich seine Idee ganz cool finde. Lego Cody Helm mit orangem Aerial Light Visier. Cody Körper mit Arm und Bomb Squad Beine. Sowie diese eigentlich Delta Squad Waffe von Little Arm Shop. Finde ich eine gute Kombination, sieht cool aus. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.